Well, well, what have we here? A Penultimo hand puppet? Yeah, I know. And a broken remote detonator for a nuclear bomb. Broken? Yes, broken. Seriously, you are without doubt the worst dictator I have ever heard of. But you have heard of me. This is just so unreal. Oh, what a pile of crap. No way. I should have known better than to buy that rubbish from the Russians. Willkommen bei Fluch der, willkommen bei Tropico 5, einem kleinen neuen Let's Play auf meinem Channel, was ich letztens im Stream schon mal angespielt habe, wo ich festgestellt habe, dass keiner von euch irgendwie Tropico 5 kennt. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich mir dachte, komm, Leute, wir spielen mal im Let's Play die Kampagne gemeinsam. Ich finde dieses Spiel einfach so geil, es hat so ein komplett eigenen Humor und macht halt richtig Laune. Und wie ich gesehen habe, nächstes Jahr 2018 kommt Tropico 6 raus und das werde ich garantiert spielen im Stream, im Let's Play, überall auf dem Handy, am PC, am Fernseher, auf Arbeit, überall. Deswegen spielen wir dieses Jahr nochmal ganz schnell eine kleine Runde Tropico 5. Und zwar will ich mir mit euch die Kampagne angucken, wo wir gleich mal anfangen. Und zwar können wir uns... was mache ich hier? Moment. Zurück. Warte mal. So. Die Welt verändern. Die Hauptkampagne von Tropico 5. Perlenfürst. Das Land der Kampagne Waterborn scheint zu klein für die Ambition von El Presidente zu sein. Und wir haben der maltische Tukan. Das ist die Spionagekampagne, in der El Presidente und Penultimo mit allen Tricks in den Besitz des ausgestopften Vogels kommen wollen. Alles klar. Wir haben nämlich... alle bisher erschienenen oder jemals erscheinenden, ich denke mal, da werden keine mehr kommen, alle erschienenen DLCs zu Tropico 5. Dadurch haben wir hier die beiden Zusatzkampagnen, aber ich denke, die werden wir, wenn dann mal, im Stream spielen. Deswegen starten wir mit der Standardkampagne Die Welt verändern. Genau, wir hatten im Stream schon mal mit Pocus Pokes Familiendynastie angefangen. Aber ja, das ist unsere Stream-Familie fürs Let's Play. Gründen wir eine neue. Und zwar die Doris, na, Familiendynastie. Wir spielen Tropico 5 und wir sind die... Kann man hier Zufall? Kann man nicht machen. Wir sind die Akunisten. Ich habe gerade mal kurz auf meinen Sendeplan geguckt und als nächstes Arc gesehen. Von daher, wir sind die Akunisten. Genau. So. Ich weiß gar nicht, ob ich bei mir auf der Xbox auch die Kampagne oder direkt Sandbox gespielt. Gott! Was ist das? Was ist das? Uah. Komm, wir starten erstmal mit einem Kerl, der auch nicht viel besser aussieht, wie ich gerade mal feststelle. Alonso, ja, yeah. Alonso, Alonso. Na, from who is that? Egal, genau. Wir suchen uns erstmal eine Fertigkeit für den Kollegen hier aus. Ja, komm. Startkapital, Entwicklungshilfe, alle Bauarbeiten sind vier... Alle Bauarbeiten? Umweltschützer gibt's noch. Dem Bankier gewährt jährliches Einkommen von 200. Globale Effizienz von Produktionsgebäuden. Alle Soldaten bewirken mehr Schaden. Baukosten von Dienstleistungen. Okay, da waren wir schon. Mir hat eigentlich der Geizhals ganz gut gefallen. Und Herkunft. Asiatisch, Kaukasisch, Latino, Afrikanisch, Asiatisch, Kaukasisch. Latino oder Kaukasisch? Komm, wir machen mal hier Mr. Kaukasisch. Oder er sieht doch wenigstens halbwegs normal aus, oder?
Oh, ich freue mich so auf den neuen Teil. Der Teil hier ist jetzt von 2014. Man sieht's ein bisschen. Das Spiel ist leider in die Jahre gekommen, hat aber trotzdem eine wundervolle Musik, die ich gerade auf meinen Kopfhörern höre. Von daher passt das wunderbar. Was ziehen wir denn unserem Kollegen? Guck mal, komm, wir sind Präsidente in die Urlaub. Wir haben keinen Job, wir haben einen Spaßurlaub. Machen wir eine dunkle Hemd und eine helle Hose, aber nicht gelb. Hast du gerade gesehen? Hä, was? Hast du das gerade gesehen? Sein Spiegelbild hat gewinkt, er aber nicht. Okay, Alonso, du bist ein bisschen gruselig. Komm, Alter, kriegen wir für den noch eine stylische Frise hin? Das Ding? Das ist eine Elvis-Tolle. Komm, Afrojack, Mr. Bird. Alter, er sieht doch voll fresh aus. Guck mal hier. Sein Spiegel, Alter. Sein Spiegel rastet völlig aus. Alter Falter. Muchachos. Wir sind El Presidente, Muchacho. Na komm, wir sind diese Kollegen. Und wir brauchen diese Hut. Ja. Komm, eine ganz gechillte, entspannte Brille. Na komm, wir wollen uns mal hier nicht lächerlich machen. Oder? Wollen wir? Ah, Leute, postet mir mal bitte in die Kommentare, wie wir die nächsten Leute verunstalten sollen, wenn unsere Dynastie wächst. Eigentlich finde ich das ganz fresh. Komm. Los geht's, Alter. Psst, psst. Ganz leise. Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, Oder wir legen alles an, Sir. zusammen. Oh. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Yay, da sind wir immer noch nicht. Die Welt verändern, was kann man denn hier machen? Wirtschaft? Hä? Okay, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Aber auf jeden Fall machen wir Naturkatastrophen auf selten. Die haben uns nämlich im Stream ein bisschen überrascht. Jetzt müssen wir überlegen, spielen wir auf Bau Bau oder auf Gadget de Fortuna? Ich meine, Bau Bau ist hübsch, aber hast du nur diese Felsen und nichts weiter? Das heißt, wir spielen auf Cage de Fortuna. Bitte danke, Cage Fortuna. Und genau, wir spielen die Kampagne. Ah, Oh, die pst, Karibik. der Ein Präsident spricht. blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Immer. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass ich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Ja, da sind wir jetzt hoffentlich endlich.
Oder hat der Präsident... Willkommen in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät. Ja, hallo, Lord Oaksworth. Teil der Erde. Komm, wir wollen anfangen. Seine Majestät hat Ihnen ein mehrjähriges Mandat übertragen, in seinem Namen diese Kolonie zu regieren. Erfüllen Sie diese Aufgaben, seine Majestät, dann stelle ich sicher, dass Sie als Gouverneur etliche Mandatsverlängerungen erhalten werden. Vielen Dank, Mr. Lord Oaksworth. So, wir sind da und wir drehen erstmal die Kamera. Machen wir so. Unsere Insel ist noch vom Nebel des Krieges umschlossen. Und wir haben ein paar Ausrufezeichen zum Draufklicken. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Vielen Dank, Mr. Lord. Was nehmen wir? Man will Ihnen das Platin-Paket nehmen. Das ist nicht nur ein komplettes Silberpaket, sondern hat nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern drei spezielle Handelsangebote, mit denen Sie gleich loslegen können. Zusätzliche Handelsangebote. Das ist die Frage. Nehmen wir die Angebote? Das heißt nicht, dass wir zusätzliche Schiffe bekommen, ne? Sondern nur die Angebote zum Exportieren. Wir nehmen das Silberpaket. Wir brauchen das Geld. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich meine, eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen alles klar. kann. Gut, dann pflanzen wir ein paar Geldbäume, Zuckerrohr, eine Zuckerrohrplantage bauen wir, meine ich. Genau, und anders als im Stream, wo wir es voll verkackt haben und einfach drauf losgebaut haben, halten wir uns hier mal ein bisschen an die Vorgaben. Und gehen direkt ins Baumenü. Rohstoffe, Plantage und dann sollen wir Zucker anbauen, ne? Das habe ich doch richtig verstanden. Guck mal, hier wächst und gedeiht das doch ganz gut, aber wir werden uns hier mit Hefen und Angler-Dingsbums vollballern. Das heißt, wir können das ja eigentlich ein bisschen verteilen. Wie konnte man das drehen? Mit einem Mausrad, genau. Zeig mal her. Bauen wir uns hier mal noch eine Plantage hin. Ja. So. Aber direkt am Anfang müssen wir erstmal die Plantage natürlich... Hä? Warum geht diese nicht? Na komm, wir bauen runde Straßen, oder? Zumindest fast. So, so ist schön. Dann bitte bauen Plantage, machen schneller. Genau, warte mal. Was wir aber definitiv brauchen, was man hier schon an den Hütten sieht, von den Obdachlosen selbst gebaut, wir brauchen dringend Wohnraum. Das heißt, wir fangen auch gleich mal an, ein paar Landhäuser zu bauen. Ist nur die Frage, wohin? Wo bauen wir die denn mal hin? Also hier würde ich später ganz gerne andere Sachen machen. Hier haben wir eine Plantage, ne? Dann können wir doch hier... Eigentlich kann ich hier noch mit einem anderen Knopf ranzoomen? Ich weiß es nicht. Ah komm, wir platzieren hier einfach mal drei Häuser hin. Vier Häuser hin. Und dann ist unser Geld auch schon leer. Fuck. Okay. Okay, unser Geld ist schneller leer gewesen als gedacht. Misshandelsroute, das war nix gut. Warte mal, was haben wir denn anzubieten? Bis jetzt haben wir Mais anzubieten. Wir haben direkt mal... Okay, Maisimport wollen wir nicht. Wir wollen, wenn, dann exportieren. Oh Gott. Baumstämme... Na komm, wir sichern uns gleich mal die Zuckerausfuhrroute hier. Wir haben zwar noch kein Zuckerrohr, aber demnächst sollten wir eine Handvoll Zuckerrohr haben. Dort laufen sie und bauen sie. Hui. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen.
Hey, wir sind schon richtig erfolgreich hier. So, weil wir die Plantage hier fertig gemacht haben. Ich verstehe. Und da hat's plopp gemacht. Immer wenn man auf den Kopfhörern dieses plopp hört. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Alles klar, Monsieur Vita Vasquez. Wir machen Neues entdecken. Die Erforschung neuer Technologien erlaubte uns, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrscher zu sprengen. Das wollen wir natürlich, denn wenn unser Mandat ausläuft, haben wir verloren. Okay, Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen. Deswegen sollen wir eine Bibliotheca bauen. Gut, haben wir noch genug Geld für eine Bibliotheca? Bibliothek ist, glaube ich, Gemeinwohl? Nein. Hier, Forschung und Ausbildung. Eine Bibliothek hätten wir ganz gerne. Die würde ich ganz gerne direkt an unserem Palast haben. Hier, unser schöner Palast. Ach, guck mal, da sind wir, oder? Wollen Sie sterben? Ich lasse dich ja schon in Ruhe. Ich will nicht sterben. Mr. Kollege. Er ist ein bisschen aggro, der Kollege, ne? So ein ganz kleines bisschen? Oder kommt mir das nur so vor? Guck mal, haben wir da. Oh, jede Menge Arbeiter. Wunderbar. Ich werde mir überlegen, wenn wir das Budget erhöhen, ob dann die Produktion wirklich steigt. Hier bekommt von der Lage schon mal Effizienzbonus. Da müssen wir erst die Sichel erforschen, um das zu verbessern. Und das passt. So, genau, Häuser. 3 von 4, 4 von 4, 4 von 4. Okay, das. Oh, da ist schon jemand eingezogen. Mal sehen, ob sich die Häuser hier dann auflösen. Ah, guck mal, die kann ich mit der Hand abreißen. Geil. Weil die Dinger wollen wir nicht. Also, ich will die nicht. Hey, da kommt ein Schiff. Hallo, Schuf. Bringst du uns Money? Money, Money, Money. Ich hoffe. Ach, da hat 3000 Mais exportiert und uns ein bisschen Money gebracht. Geil. Das ist doch schon mal super. Die Häuser hier werden auch direkt schon mal genutzt. Oh, die kosten sogar. Eieiei. Ich dachte, die bringen vielleicht Profit. Aber Minus Profit ist ja jetzt nicht so geil. Das ist echt nicht so geil. Ui, da kommt direkt das zweite Schiff. Lass mich raten, das will direkt hier Zucker mitnehmen, ne? Haben wir aber noch nicht. Wir haben noch keinen Zucker. Leider. Aber die Bibliothek ist fertig und müsste hoffentlich bald besetzt werden, oder? Na komm. Was bringst du uns denn? Exportiert Zucker. Oh, Tatsache. Wir haben hier schon 1000 Zucker angebaut. Das ist ja traumhaft. Geil, wir haben ein bisschen Geld. Wir sind die Schatten, die die Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden. Und Sie werden einer von uns sein. Wer ist er denn, Alter? Den kenne ich ja überhaupt nicht. Ich habe Ihre Karriere mit Interesse verfolgt, Gouverneur. Ich spüre Ihr großes Potenzial. Allerdings ist es nicht so einfach, dem Orden beizutreten. Erst müssen Sie beweisen, was Sie können. Gewinnen Sie Ihre Unabhängigkeit von der Krone, dann sind Sie einer von uns. Aufgabe, erklären Sie die Unabhängigkeit. Belohnung, Sie gewinnen die Mission. Alles klar, Tipp, um die Unabhängigkeit zu erklären, muss Ihre Beliebtheit größer als 50% sein. Das erreichen Sie, indem Sie die Zufriedenheit der Bürger Ihrer Insel erhöhen und den Kreis der Revolutionäre vergrößern. Alles klar, Mr. Kane. Mr. Kane from Lynch. Kane and Lynch. Okay. Ihr habt den Mann gehört. Wir brauchen 50% Zufriedenheit. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Ja, Zufriedenheit. Okay, standardmäßig karibische Zufriedenheit. Dann Sicherheit. Unterhaltung können wir noch machen. Nahrungsvielfalt kann man noch ein bisschen erhöhen.
Okay, Gesundheit, Wohnraum und Religion. Also Religion, Unterhaltung, Gesundheit. Zeig mal her. Religion. Hier mangelt die Implantagen? Nee, oder? Religion packen wir mal hier hin. Dann haben wir noch gesagt, wird das eigentlich ein Leuchtturm? Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht gleich platzieren. Bietet zusätzliche Handelsrouten. Geil. Aber hier, Sicherheit. Oh, 2000. Wie sieht es mit Unterhaltung aus? Erhöht die Schönheit. Bietet Unterhaltung für Bürger in der Nähe. Das ist doch schön. Dann, Freunde, wir bieten euch Unterhaltung. Kommen Sie in La Taverna. Guck mal, da sind schon wieder so ein Dinger. Brauchen wir echt noch mehr Häuser? Können wir noch welche bauen? Ja komm, wir bauen mal noch zwei Häuser, dann sind wir eh wieder pleite. Dann hoffen wir mal, dass hier alles zufriedenheitsmäßig wächst. Die Häuser reißen wir einfach ab. Ich hoffe, dass dadurch nicht hier die Leute sterben. Das wäre ein bisschen problematisch. Und hier fehlen uns die guten Leute. Komm. Wir laden uns einen Gastarbeiter ein. Hey, unsere Bibliothekar läuft. Ah, die ist ja süß. Ines Herrera. Linksklick zum Auswählen. Rechtsklick zum Feuern. Doppelklicken links zum Auswählen. Eieiei. Eieiei. Alles klar, Miss Ines Herrera. Okay. Also, wir haben... Was ist denn hier wieder los? Seine Majestät hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast zu entwerfen. Wir brauchen ihr bestes Getreide, um sie zu bezahlen. Okay, wir müssen Zucker exportieren. Ist kein Problem. Kriegen wir hin, oder? Guck mal, hier laufen sie mit ihren Waren durch die Gegend. Können wir den auch verfolgen? Bin schneller als der Wind. Alter, der rennt ja auch wie einer. Gott, die rennen ja wie die Wilden. Was? Die Krone überweist ihnen $6.100. Geil. Danke, Miss Krone. Damit machen wir sie kaputt. Oh, was ist denn hier? Auf eigenen Füßen zu stehen, ist eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Autarkie sollte das Ziel jedes Landes sein. Okay, diese Lektion sollten Sie verinnerlichen. Zeigen Sie mir, dass Sie auf eigenen Beinen stehen können. Und werden Sie zu einer profitablen Kolonie, dann helfe ich Ihnen bei Ihrer Revolution. Alles klar. Geil. Verfügen Sie über 15.000. Kann noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass wir die 15.000 erreichen. Aber probieren wir es mal in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag euch noch und gehabt euch wohl. Tschüss.